Fast hätten wir es nicht mehr geglaubt. Diablo 2 ist nahezu fertig. Kommen Sie mit auf einen kleinen Beta-Streifzug ins Battle.net. And the evil that was once vanquished shall rise anew. Wrapped in the guise of man shall he walk amongst the innocent. Nach dem Einloggen in Blizzards Mehrspieler-Server basteln wir uns zunächst einen eigenen Charakter zusammen. Fünf Heldenklassen stehen zur Auswahl. Die flinke Amazone, der kernige Barbar, der edle Paladin, die mächtige Zauberin und der totenbeschwörende Nekromant. Los geht's in diesem Lager hier, in dem Sie mit ein paar Typen plaudern können. Hier bekommen Sie auch Ihre Aufträge. Da steht schon eine der Neuerungen. Der Stash. Eine Art Seemannskiste und Bankschließfach in einem. Zu Beginn verständlicherweise noch etwas leer. Priesterin Akara gibt Ihnen Ihre erste Mission. Eine Höhle soll von üblen Monstern gereinigt werden. Auf dem Weg dorthin sammeln wir alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Sehr schick. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt, sehen Sie alle herumliegenden Gegenstände. Ein Klick auf die Beschreibung genügt und schon steckt jeder Gegenstand in Ihrer Tasche. Da laufen uns schon die ersten feindlichen Schergen über den Weg. Auf sie mit Gebrüll. So, nun haben wir einen etwas weiterentwickelten Charakter geladen. Eine Zauberin der Stufe 5. Die hier einen Schamanen und seine beschworenen Kreaturen aufmischt. Hoppla, da schauen gleich noch vier riesige Bestien vorbei. Und wir sind nach kurzem Kampf eine Stufe aufgestiegen. Zur Belohnung gibt's 6 Erfahrungspunkte, die wir flink auf Eigenschaften wie Stärke und Lebenskraft verteilen. Obendrein dürfen wir den Zauberspruchbaum bearbeiten. Hier bauen wir den Eisballzauber, einen Level aus. So, nun hat unsere Zauberin einen Eisschutzzauber aktiviert, der die Angreifer gefrieren lässt. Ein Hieb und sie sind nur noch ein Haufen Eiswürfel für die Cola. Zum Schluss schicken wir noch einen gut ausgerüsteten Nekromanten der Stufe 16 in die Katakomben hinunter. Der gehört eigentlich Stefan Seidel, der uns dummerweise sein Passwort dagelassen hat, bevor er in den Urlaub gefahren ist. Durch ein statisches Portal geht's hinunter. Mitten in den Kampf mit diversen Unholden. Die Besonderheit des Nekromanten: er beschwört Skelette und Golems aus Leichen. Die ihm dann im Kampf zur Seite stehen. Schickes Spiel. Hoffen wir, dass die endgültig fertige Version noch diesen Sommer erscheint.